Ja, we open a new chapter. Herzlich willkommen im Ehrensaal des Deutschen Museums. Ein besonderes herzliches Willkommen an Dr. Hartmut Neven, Head of AI at Google, Entwickler mit seiner Mannschaft des ersten Quantenprozessors, der Quantum Supremacy gezeigt hat. Ich begrüße ganz besonders die Vertreter der Medien im Ehrensaal des Deutschen Museums. Wir stünden heute nicht hier, meine Damen und Herren, wenn nicht Max Planck, der hier als Büste im Ehrensaal des Deutschen Museums verewigt ist, 1927 als Vorsitzender des Kuratoriums des Deutschen Museums eine Leistung wissenschaftlicher Art gehabt hätte, erreicht hätte, die sich Quantenmechanik nennt. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte. Als er zum Vortrag ins Deutsche Museum eingeladen war, hier in den Ehrensaal, den es damals noch gar nicht gegeben hat, 1927, hat sein Fahrer zu ihm gesagt: Wissen Sie, Professor Planck, den Vortrag habe ich jetzt schon so oft gehört, den könnte ich selbst halten. Hat Max Planck zu ihm gesagt: Das machen wir. Das machen wir. Gab es noch keine sozialen Medien, wo man die Gesichter so genau kannte. Max Planck hat den Hut von seinem Fahrer aufgesetzt, hat sich hier in die erste Reihe gesetzt und er hat die Folien von der Fahrer, hat die Folien von Max Planck vorgetragen. Ging alles gut. Dann kam aber die Fragestunde. Da kam eine Frage, also sagen Sie mal, Professor Planck, wäre es denn denkbar und möglich, mit Quanten, anders als mit den herkömmlichen Bits, mit Qubits zu rechnen? Fahrer ist in Schwitzen gekommen und hat gesagt: Also wissen Sie, Herr Kollege, so eine einfache Frage, die kann ja mein Fahrer in der ersten Reihe beantworten. Und Max Planck hat natürlich, und deshalb sind wir heute hier, den Unterschied zwischen Leibnizschen 0,1 Bits und Qubits vorbereitet. Die Welt der Qubits ist ja deshalb so wunderbar, dass es Quantencomputer gibt, weil die Zahl der Möglichkeiten 0 und 1 sind nur 2, die Zahl der Zustände eines Qubits sind eben im Prinzip unendlich viele. Deshalb ist die Mächtigkeit eines Quantenrechners für bestimmte Probleme bisher, muss man natürlich sagen, ungeheuer groß. Sie haben gesehen in dem kurzen Einspieler, dass das Deutsche Museum ja Erstis sammelt. Oskar von Miller, unser Gründer 1903, hat es genannt, die Meisterwerke der Naturwissenschaft und Technik. Also jene ikonografischen, technischen neuen Entwicklungen, die Impact in die Gesellschaft hatten. Also der erste Motor, erste Benz-Motorwagen, das erste Automobil der Erde, das erste Telefon, der erste Lilienthal-Gleiter, das erste Flugzeug. Und heute, glaube ich, stehen wir wieder an so einer Schwelle, dass wir eine Übergabe eines Erstes feiern können, nämlich des Quantenprozessors. Deshalb ist das Deutsche Museum natürlich genau der richtige Ort, warum wir uns heute hier treffen. Der Quantenprozessor ist der erste Prozessor, der Berechnungen erlaubt, die jenseits der Leistungsfähigkeit klassischer Supercomputer liegen. Quantencomputing bringt also riesige Möglichkeiten mit sich. Wir haben das alle gelesen, ob es die Bilderkennung, die Mustererkennung sind, ob es das Vorschlagswesen beim Einkauf im Internet ist, ob es die Spracherkennung ist, ob es das Design von Chips ist. Das sind ja alles massive Probleme, die man mit AI, auch künstlicher Intelligenz, die nachher sozusagen auf diesen Quantenprozessoren auch laufen soll, in Verbindung bringen kann. Natürlich sind wir auch deshalb das Deutsche Museum, weil wir mit der Gesellschaft verhandeln wollen, wie denn Quantenprozessoren, wie sich die Welt, auch die Arbeitswelt, wie sich die Zukunft verändert mit so einer neuen Technologie. Wie das immer mit neuen Technologien ist, gibt es Vorteile und Nachteile. Auch die Quantencomputer, die künstliche Intelligenz,
Ich habe kürzlich, der BR hat einen Film gedreht über mein erstes künstliche Intelligenz-Bild, das ein Computer gezeichnet hat nach Maßgabe des Phantom of the Opera-Liedes. Und der BR hat in diesem Film gefragt, ist jetzt der Künstler auch schon überflüssig? Also nimmt uns die KI, Quantenmechanik, Rechnungen, Quantencomputer in Zukunft die Jobs weg? All das können wir heute nicht zu Ende verhandeln, aber das Deutsche Museum ist ein Ort, wo sich die Besucher über diese neuen Entwicklungen dann in vielen Veranstaltungen auch darum, die sich darum gruppieren, darüber informieren kann. Mit der künstlichen Intelligenz sind heute Dinge möglich, die bis vor kurzem undenkbar schienen, aber sicher nicht alle. Helmut Müller-Jung hat heute früher in der SZ geschrieben, dass fraglich ist, ob künstliche Intelligenz jemals Kreativität entwickeln kann. Also an dem Beispiel wissen wir nicht, müssen wir diskutieren. Ist eine spannende Frage. Ich bin Mitglied im Bayerischen Ethikrat, also KI-Ethikrat, und dort wird immer die Frage diskutiert, welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, auf das Leben in der Zukunft, wenn wir Technologien einführen, neue Technologien. 200 Sekunden hat der Quantencomputer mit diesem Chip gebraucht für eine Operation, für eine Rechnung, eine ganz bestimmte, muss man sagen, die ein herkömmlicher Supercomputer, meinetwegen in Garching draußen, irgendwie 10.000 Jahre zu tun gehabt hätte. Also wenn wir uns heute über einen Quantencomputer freuen würden, den wir auf dem Schreibtisch haben, dann müssten wir manchmal nicht mehr so lange warten. Das ist vielleicht die Zukunft. So wie diese Geschichte von Max Planck, schöne Geschichte ist, ob sie stattgefunden hat, überlasse ich Ihrem Urteil. Ist es aber so, dass der Sycamore stattfindet. Er ist hier. Normalerweise braucht er, wie es hier ein bisschen angedeutet ist, tiefste Temperaturen, damit er arbeiten kann. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man Qubits Realität werden lässt. Er braucht deshalb auch tiefste Temperaturen, weil wir ein Rauschproblem nach wie vor haben. Aber Google hat dort auch eine Verbesserung kürzlich angekündigt, die geschehen ist, das Problem des Rauschens besser in den Griff zu bekommen. Wir werden das nachher auch ein bisschen diskutieren. Gigantische Möglichkeiten, so ein kleines Ding. Ab morgen wird den Besucherinnen und Besuchern des Deutschen Museums in der Museumsgeschichte dieses ikonografische Exponat zugänglich sein. Der Prozessor schreibt Museumsgeschichte. Das Deutsche Museum ist das erste auf dieser Erde, das so einen Chip bekommt. Und deshalb möchte ich mich jetzt stellvertretend für alle, die das möglich gemacht haben, unsere gute Zusammenarbeit auch mit Google, Dr. Hartmut Neben, auf die Bühne bitten. Er ist der Gründer und Leiter der Google Quantum AI Gruppe in Santa Barbara. Hartmut, wir kennen uns vor einem Vortrag von vor 2 Jahren hier im Ehrensaal. Ich weiß, du hast mir heute früh gesagt, deine Frau hat ihren Ohrring runtergenommen. Sie war ganz traurig drüber und jetzt hast du ihn uns mitgebracht. Stimmt das wirklich? Ist das eine wahre Geschichte? Habt ihr diesen Quantencomputer-Chip sozusagen on shelf? Oder ist es doch ein ganz besonderes Ereignis? Die Geschichte hat so denselben Wahrheitsgehalt wie die Geschichte von Max Planck. Aber, diese Prozessoren sind auch Unikate. Wir haben nur eine sehr kleine Zahl, weniger als 10. Jeder von denen ist leicht anders, noch keine wirkliche Massenproduktion. Das ist so Größenordnung 10. Und ja, der Erste, oder wie du schon sagtest, der Erste, der in ein Museum geht, sitzt hier. Wir sind stolz, wir sind dankbar dafür, weil wir etwas tun können für die Gesellschaft damit. Ja, es ist ja nicht einfach nur ein Objekt, ein Anschauungsexponat, sondern es ist ein Diskussionsgegenstand, wenn wir uns über die Zukunft unterhalten. Wir sind oft gefragt worden, jetzt im Vorfeld, wir haben ja kürzlich, ist noch nicht lange her, das erste autonom fahrende Fahrzeug von Google, von Waymo muss man genauerweise sagen, den Firefly, im Verkehrszentrum Deutsches Museum
übernehmen dürfen. Auch so ein Landmark. Irgendwo geht es ja auch, hier ist das Bild mit Wieland Hohlfelder, hier von Google München, den wir heute leider aus persönlichen Gründen entschuldigen müssen. Wie kam es denn dazu, wurden wir gefragt. Wie muss man sich das vorstellen? Hat bei dir jemand in Santa Barbara, in Malibu Beach angerufen? Hier ist das Deutsche Museum, Frau Allendorf-Höfer, unsere Kuratorin, und hat gesagt, wir hätten gerne einen Quantenprozessor, der so viel Aufhebens gemacht hat in dieser Nature-Publikation. Wie kam es dazu? Ja, also das Deutsche Museum ist sicherlich nicht das Einzige, das gefragt hat, ob wir einen Chip bekommen können für eine Ausstellung. Aber es war das Schnellste. Ihr macht erst dies und seid da gut drin. Und ja, die Tatsache, warum es hier in München schneller geklappt hat, ist, wir haben hier einen sehr produktiven Google-Standort. Der Standortleiter Wieland Hohlfelder hätte eigentlich hier sein sollen, hat leider einen Familientrauerfall, deswegen bin ich hier an seiner Stelle. Aber mit dem Google-Team arbeiten wir hervorragend zusammen. Und ihr erweitert euch ja auch in Zukunft, ne? Google bezieht ja einen großen neuen Standort auch hier in München. Genau, absolut. Und München ist ja Bayern ein hervorragender Standort für Quantentechnologie, und wir haben mit den Max-Planck-Instituten, mit der TU München vielfältigste Wechselwirkungen, und deswegen ist es halt schnell dazu gekommen. Und wir kennen uns, und wir waren, ihr hattet mich ja schon mal hier eingeladen, vor dem Erreichen des Meilensteins einen Vortrag zu halten. Da lag es halt nahe, dass das Deutsche Museum das Erste ist. Und bei diesem Vortrag, Vorsicht Geschichte, hast du auch wieder gesagt, ja, kein BMW wird in 5 Jahren ohne Quantenkoprozessor fahren, wenn er autonom fährt. Späßchen, das habe ich nicht gesagt. Ist auch sicherlich nicht richtig, weil ich denke, eine Sache, die man so interessant Quantenprozessoren sind, man muss vorsichtig sein, die nicht im englischen Ausdruck overhype. Quantenprozessoren muss man sich vorstellen wie Grafik-Koprozessoren. Die können ein paar bestimmte Aufgaben hervorragend lösen, aber viele andere nicht. Wir werden unsere E-Mails oder nicht mit Quantenprozessoren schreiben, wir werden keine YouTube-Videos uns mit Quantenprozessoren anschauen. Quantenprozessoren könnten das machen, aber sind da nicht besser als andere Prozessoren. Aber andere wichtige Aufgaben, da sind Quantenprozessoren das Richtige. Wie ist es mit Matrix-Multiplikationen? Sind Sie da gut? Ja, Matrix-Multiplikation ist ja die Aufgabe, die GPUs, Graphics, Coprocessors gut sind. Quantenchips sind gut in bestimmten Formen von Linear Algebra. Es gibt, was man Quantum Enhanced Linear Algebra nennt, und einige Aufgaben der linearen Algebra werden Quantenrechner in Zukunft schneller lösen. Was macht man denn mit linearer Algebra? Ich meine, wir sind im Physikstudium damit in der Mathematik getriezt worden, aber was ist denn lineare Algebra gut für, was die Schüler heute schon in der Oberstufe natürlich auch lernen? Gibt es natürlich viele Beispiele. Ich gebe vielleicht ein ganz neues Beispiel. Das ist gerade veröffentlicht worden von meinem Praktikanten Alex Zlokapa, zusammen mit Seth Lloyd, der ist Professor am MIT. Und ich denke, das kennt heutzutage jeder, dass das Arbeitspferd der künstlichen Intelligenz sind Deep Neural Networks. Es sind sehr große neuronale Netzwerke mit vielen Knoten, kosten ein großer Trainingslauf, kann auf Wochen, vielleicht sogar einen Monat dauern, auf vielen Millionen Prozessoren, kostet enorm Geld, Millionen Dollar, und dann die Elektrizität, um die Trainingsruns durchzuführen. Und wenn diese Netzwerke groß genug sind, kann man sie approximieren mit linearen Gleichungssystemen. Und diese linearen Gleichungssysteme, in Zukunft können wir jetzt noch nicht, werden Quantenprozessoren viel schneller lösen. Und dann kostet das dann vielleicht nicht mehr 30 Millionen oder 3 Millionen der Trainingsrun, sondern nur noch 30 Dollar. Und das ist natürlich eine wichtige Sache, auch sparsamer für die Umwelt. Und man kann ja sogar als Laie, ist ja ein Open-Source-Projekt, was ihr da auch macht, weil die meisten Menschen halt ja nach wie vor Google für eine große Suchmaschine, ist es ja auch, aber das Quantum AI-Projekt ist ja ein nicht kommerzielles Forschungsprojekt,
was eben auch Open Source, also Rechnermöglichkeiten der Community sozusagen zur Verfügung stellt. Also wenn ich jetzt einen Variational Autoencoder brauche, kann ich auf euch im Prinzip oder meine Studenten zurückgreifen. Ja, absolut. Also wenn du, ich weiß, dass ein Hobby ist oder ein aktuelles Hobby, AI-Kunstwerke zu produzieren, wenn du da Quantum-AI-Kunstwerke produzieren wolltest und damit Quantendaten oder Quantum-GANs, das ist ein spezieller Typ von neuronalen Netzwerk, arbeiten möchtest, dann könntest du die Open-Source-Software von Googles Quantum-AI-Lab benutzen. Zum Beispiel haben Circ, das ist ein einfach zu benutzendes Programmierumgebung, in der man Quantenalgorithmen formulieren kann, die man laufen lassen kann, erstmal auf klassischen Simulatoren, weil da haben wir mehr von, die sind billiger, aber die besten Algorithmen lassen wir dann oder unterstützen dann die Entwickler, die auf den echten Chips laufen zu lassen, wie zum Beispiel auf dem Sycamore-Chip. Okay, so far so good. Vielen Dank, Hartmut. Bisher, wir lassen jetzt die Experten auf die Bühne kommen. Die Experten sind Professor Hartmann von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Er ist theoretischer Physiker, er weiß, damit umzugehen. Moderiert wird er von Luise Allendorf-Höfer, unserer Kuratorin, die für die Elektronikausstellung im Deutschen Museum zuständig ist und auch für die Einwerbung dieses Sycamore-Chips. Und begleitet werden die beiden von Markus Hoffmann von Google hier in München. Stage is yours, okay. Sagt man so schön. Ne? Danke. Danke, Herr Heckel. Ich warte noch. Wir behandeln ein nicht ganz triviales Thema, aber wir geben uns größte Mühe. Ja, zunächst möchte auch einmal ich mich bei Google bedanken für den Prozessor, den wir vor ein paar Tagen ins Haus bekommen haben und sogleich ausgepackt. Dazu gibt es einen kleinen Film, damit Sie Eindrücke davon gewinnen können und den wir jetzt einspielen möchten. Ist es sicher nicht ganz einfach, den Sycamore zu transportieren. Hier ist er in unserer Objektannahme angekommen und wird original ausgepackt. Wir behandeln ihn wie ein rohes Ei und natürlich gehören Handschuhe als Standardausstattung dazu. Der Sycamore war verpackt dreimal in Folie verschweißt und wie man gleich sehen wird, innenliegend ist noch eine transportsichere Box. Jetzt kommt der große Moment, in dem wir ihn das erste Mal sehen. Lassen Sie sich ein wenig beeindrucken. Das ist der Vorgang der Objektannahme in unserem Haus. Jetzt wird er dann, das darf ich vorweggreifen, jedes unserer Exponate wird erfasst in einer Datenbank, bekommt eine eindeutige Nummer, wird auch insofern katalogisiert, der wird vermessen, gewogen und gleich auch ausgiebig fotografiert. Das ist der klassische Vorgang eines Objekts, der Weg in unser Haus. Gut. Zunächst, Michael, ich bin dir dankbar, dass du den Weg aus Erlangen auf dich genommen hast, um uns heute zu erklären, was das Besondere am Prozessor ist und welche große Bedeutung er hat. Wir hatten ja schon mal die Leistung erwähnt, die Rechengeschwindigkeit einer schier unlösbaren Aufgabe. Aber es stellt sich doch die Frage, auf Grundlage welcher Phänomene das Ganze überhaupt erfolgen kann. Ganz zu Anfang haben wir in dem Video gesehen, dass SUSIS Z3 einer der ersten funktionsfähigen, programmgesteuerten Rechner war. Dieser bediente sich noch elektromechanischer Schalter, also Relais. Die heute milliardenfach eingesetzten Prozessoren, die rechnen mit Ladungen oder Spannungen an Transistoren, also Transistorschalter an oder aus, Bitzustand 1 oder 0, ein ganz einfaches logisches Prinzip. So, der Quantenprozessor besitzt eben keine Transistorschalter, er rechnet mit Qubits statt mit Bits. Jetzt, Michael, kannst du einmal erklären, was es mit dem Quantenbit, dem Qubit, auf sich hat? Ja, gerne. Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich, hier zu sein. Ja, also auch wie in herkömmlichen Prozessoren,
Präsentation läuft jetzt nicht. Also, wie in einem herkömmlichen Prozessor wird auch in einem Quantencomputer eine logische 0 oder 1, also eine Zahl, durch einen physikalischen Zustand, also man kann wirklich an Teilchen, die sich bewegen, denken, durch einen physikalischen Zustand dargestellt. Und klassische Prozessoren haben die Eigenschaft, dass eben jedes Bit entweder eine 0 oder eine 1 darstellen kann, und ein Quantenbit kann diese beiden Zustände gleichzeitig annehmen. Vielleicht haben Sie von dem berühmten Beispiel von Schrödingers Katze gehört, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Und so kann das in diesem Rechner eben ein einzelnes Quantenbit gleichzeitig eine 0 und eine 1 darstellen. Und das ist eine Eigenschaft, die dann speziell interessant wird, wenn wir mehrere Quantenbits haben. Und das ist eben Google in diesem Prozessor gelungen, da eben 53 zum Laufen zu bringen. Deine Folie zeigt jetzt ist die Folie da, genau. Also, entschuldige, dann, ich bin fasziniert von der Analogie. Wunderbar, genau. Dann können wir noch ein bisschen mehr Analogie dazu betreiben. Die physikalischen Zustände, die die Nullen und Einsen in einem Quantencomputer darstellen, die kann man sich wie stehende Wellen denken. Und okay, in München denken viele Leute bei einer stehenden Welle natürlich zunächst an Englischen Garten, aber das, was wir hier so, okay, der Laserpointer geht nicht, hier sollten wir eher an stehende Wellen wie eine Gitarrenseite denken. Ich konnte vorhin feststellen, da drüben ist in der Tat ein ganz nettes Ausstellungsstück davon, wo man so eine schwingende Seite sehen kann. Und die Seite kann eben zum Beispiel so schwingen, dass sie nur einen Bauch hat, oder so schwingen, dass sie zwei Bäuche hat. Und eben genau diese zwei Konfigurationen kann man in einem Quantencomputer mit der logischen 0 und der logischen 1 identifizieren. Und Wellen haben eben die Eigenschaft, dass sie interferieren können, sich also überlagern können. Ich habe hier ein Bild von zwei Wasserwellen. Ja, man sieht hier diese kreisförmig sich ausdehnenden Wellen dringen da so ineinander und da entsteht eine neue Welle. Und der kann man aber auch ansehen, dass beide Teile da drin sind. Und in einem Quantenbit ist genau diese Überlagerung, da kann man dem Bit auch ansehen, dass die 0 und die 1 da gleichzeitig drin sind. Und wie ich erwähnt habe, da kommen wir später dazu, das wird vor allen Dingen interessant, wenn es sehr viele Quantenbits sind. Genau. Okay, ich versuche es jetzt mal mit meinen Worten zu erklären oder beschreiben. Ich kann man es so ausdrücken, dass eben diese quantenmechanischen Prinzipien wie Superposition und Verschränkung deswegen so schwere Kost sind, da sie unseren Alltagserfahrungen schlichtweg widersprechen. Wir kennen das nicht persönlich. Ich habe dazu jetzt mal... Soll ich probieren? Hätte die nächste Folie? Doch, ja, okay. Jetzt, genau. Also ich beschreibe es vielleicht mit meinen Worten nochmal so. Das Bild, das das Vermögen eines Quantenprozessors ganz gut beschreibt, ist die rotierende Münze. Unser klassisches, also es fehlt nur ein Zeichen, das macht nichts, ein gewöhnlicher Prozessor, der ein normales Bit hat, die, bei dem kennt man nur die Seite 0 oder 1, die Vorder- oder die Rückseite. Der Zustand als Potenzial eines Quantenprozessors oder des Qubits, den der gleicht doch irgendwie einer rotierenden Münze. Es sind beide Zustände gleichzeitig vorhanden. Und das Bild, das nehme ich mir immer vor Augen, wenn es um Verständnisprobleme gibt, weil wir es nicht nachvollziehen können. Kann man das so beschreiben, Michael? Ja, das kann man so beschreiben. Es ist einfach so, dass diese quantenmechanischen Überlagerungszustände, die kommen in unserer Alltagserfahrung nicht vor. Einfach weil die Gegenstände, mit denen wir in unserem Alltag zu tun haben, die sind zu schwer und dann ist hier Luft drumherum, das heißt, da gibt es Rauschen. Also quantenmechanisch könnte es durchaus sein, dass die Büste von Max Planck gleichzeitig da drüben und Herrn von Liebig verdrängen würde da drüben. Ja? Und dass sie in beiden Orten gleichzeitig da wäre, hat aber von uns noch niemand gesehen, weil einfach so ein Zustand, das wäre technisch enorm schwer, den aufrecht zu erhalten. Und deswegen konnten wir auch Intuition dafür entwickeln oder keine Anschauung dafür entwickeln, was sowas ist, weil es einfach in unserer Alltagserfahrungswelt nie vorkommt. Du sagst, das kann man nicht aufrechterhalten, technisch diesen Zustand. Also da würde ich sagen, Quantenzustände sind äußerst instabil. Mhm. So kann man es beschreiben. Und deswegen müssen ihre Berechnungen grundsätzlich korrigiert werden. Ja. Und die Problematik der Fehlerkorrektur, so habe ich das auch in dem Paper gelesen, das Google am 14.07. kürzlich veröffentlicht hat, die Problematik der Fehlerkorrektur, ist das die Hürde, die jetzt zunächst zu nehmen ist? Kannst du das mal verdeutlichen? Ja, also
Man muss, um so Quantensuperpositionszustände aufrechterhalten, muss man die sehr gut von Umgebungseinflüssen abschirmen. Da ist eben auch sehr viel Engineering-Aufwand im Google-Team da reingegangen. Es wird aber nicht erreichbar sein, dass man die logischen Operationen da mit einer Präzision durchführt, wie wir sie von unseren klassischen Computern gewohnt sind. Man muss also quasi eine Strategie von einer aktiven Fehlerkorrektur betreiben. Und das geht typischerweise damit, dass man nicht nur ein Qubit nimmt, um eine Information zu kodieren, sondern mehrere. Also man kann sich in einem ganz einfachen Beispiel vorstellen, wenn wir drei nehmen würden, dann könnten wir immer durch ein Mehrheitsvotum entscheiden, wenn eins geflippt ist, ja, weil die anderen zwei sind die Mehrheit und die sagen, okay, der richtige Zustand wäre eigentlich das gewesen. Also wir würden die logische Eins dadurch kodieren, dass wir dreimal eine physikalische Eins machen und dann, wenn eins geflippt ist, dann könnten wir erkennen, okay, die Minderheit muss ein Fehler sein. Sollte in der Demokratie nicht passieren, aber in der Rechnung darf es. Ja. Und könnten so korrigieren. Jetzt ist das quantenmechanisch ein bisschen aufwendiger und man muss auch bedenken, dass die Fehlerkorrekturoperationen selbst fehlerhaft sein könnten, also muss man die auch korrigieren und das erfordert einen großen Aufwand an physikalischen Qubits, um ein logisches zu bauen und das ist in der Tat die große Herausforderung der nächsten Jahre, wenn, ja, kann auch gut ein Jahrzehnt dauern. Okay, die Fehleranfälligkeit ist also der Grund, weswegen auch alle Störeinflüsse von dem Prozessor ferngehalten werden müssen. Und der Sycamore nahe des absoluten Nullpunkts, ist es richtig so betrieben wird. In dem Bild, ich versuche das mal einzublenden. Ah ja, deiner funktioniert, genau. In diesem Bild nahe des absoluten Nullpunkts, also in einem großen Kühlschrank, in einem Kryostaten, da wird der Sycamore betrieben. Man kann sich da einen Einblick mal machen von der Anschauung. Aber wozu ist eigentlich diese Supraleitung notwendig? Ja, also die Quantenbits arbeiten eben mit schwingenden Strömen und Ladungen. Und wenn das jetzt nicht supraleitend wäre und eben nicht bei so kalten Temperaturen, man braucht hier zwischen 10 und 20 Millikelvin, dann würde ein elektrischer Widerstand stattfinden und das würde eben die Information, die in diesen schwingenden Strömen gespeichert ist, sofort zerstören, weil sich, weil da Wärme entstehen würde und wäre eine Katastrophe. Also für die Rechnung. Ja. Okay, jetzt haben wir den Prozessor, den Computer. Was gehört zum Computer natürlich dazu? Die Software, die Programmierung. Die Verarbeitungszyklen von herkömmlichen Prozessoren, beziehungsweise so in der etablierten von Neumann-Architektur, die erfordern ja eine Programmierung, die in der Informatik Standard ist. Und ist die Programmierung von Quantenprozessoren oder Computern methodisch ebenso gelagert wie die klassische? Ja, es gibt den großen Unterschied, also dass zumindest in den nächsten Jahren, also im klassischen Programmieren können wir uns darauf verlassen, dass der Computer fehlerfrei arbeitet. Das können wir mit Quantenprozessoren, die haben eine enorme Rechenleistung und können Dinge, die klassische nicht können, aber sie laufen nicht 100% fehlerfrei. Und das müssen wir in der Programmierung einfach in den nächsten Jahren immer im Kopf haben. Und darauf muss eben auch müssen die Codes ausgelegt sein. Da eben das meiste aus denen rauszuholen, das wird eine spannende Aufgabe der nächsten Jahre sein. Nun wird es ja wahrscheinlich auch die Computerexperten, die klassischen Computerexperten interessieren. Ich habe mal ein Gedankenspiel gemacht, aber es ist rein theoretischer Natur, würde natürlich nie funktionieren. Ich habe mir mal zum Speicherbereich oder einen Vergleich gezogen zwischen dem Sycamore und einem klassischen Prozessor. Der Sycamore mit seinen 54 Qubits stünde mit seiner adressierbaren Breite 2,2 Millionen Gigabyte würde stehen beim Sycamore gegenüber diesen 16 Gigabyte eines normalen SoC-Prozessors, wie es hier so in einem Tablet verbaut ist. Also nur um den Amount mal zu erkennen. Und dann noch eine Frage, ist es noch richtig, das habe ich auch mal nachvollzogen, dass ein Quantenprozessor mit 300 Qubits theoretisch mehr Werte kodieren könnte, als es Atome im Universum gibt? Also es ist eine Zahl mit 90 Nullen. Kann man sich das so vorstellen? Ob man sich es vorstellen kann, man kann das so ausrechnen. Ja. Genau, also das hat mit dem, was ich vorhin schon angedeutet habe, die
Eigenschaft, dass Qubits nicht nur die 0 oder die 1, sondern beides gleichzeitig annehmen können, wird eben interessant, wenn es mehrere Qubits sind. Und das führt eben zu diesem exponentiellen Skalierungsverhalten. Also ich habe das mal für ganz unten in der Skala hier mal ein bisschen aufgelistet. Also wenn wir ein Qubit haben, das kann 0 und 1 gleichzeitig darstellen, also wären 2 Bits klassisch. Wenn wir 2 haben, dann können wir schon mal 4 Kombinationen von 0, 0, 0, 1, 1, 0 und 1, 1 machen. Ja, und die, alle 4 können diese 2 Qubits dann gleichzeitig darstellen, also doppelt so viel. Und wir sehen, wenn wir noch ein drittes Qubit dazufügen, dann verdoppelt sich die Zahl wieder, dann sind es nämlich 8 schon. Ja, und also mit jedem Qubit wird die Zahl der Bitstrings, die da gleichzeitig dargestellt werden können, verdoppelt sich. Und dann kommt man eben zu, wenn man das weiterrechnet, kommt man zu diesen Zahlen, die du gerade genannt hast. Ja? Genau. Und ja, ein anderer Vergleich, den ich mir noch überlegt habe, also 53 Qubits waren in diesem Sycamore aktiv. Die Zahl der Bitstrings ist ungefähr 1 Million mal die Erdbevölkerung. Auch eine beeindruckende Zahl, finde ich. Das sind Größenordnungen, die es einfach veranschauen oder auch nicht und ja. Eben nicht, genau. Und ich meine, dieses exponentielle Skalierungsverhalten, dass mit jedem zusätzlichen Qubit die Zahl der Bitstrings, die gleichzeitig verarbeitet werden können, sich verdoppeln, die zeigt eben, dass wenn die Entwicklung von Quantencomputern konsequent weitergeht und wir die auch klug zu nutzen wissen, wird klassisches Computing da in der Rechenleistung nicht mehr mithalten können. Also selbst wenn da noch enorme Entwicklungen passieren, mit dieser exponentiellen Entwicklung mitzuhalten, ist ausgeschlossen oder nahezu ausgeschlossen. Das war ein Expertenstatement. Dank dir, lieber Michael, für das Ausführliche zum Prozessor. Aber der Prozessor besteht ja nicht nur aus einem Chip. Und wir haben ein kurzes Video vorbereitet, in dem man mal sehen kann, wie die gesamte Installation rund um den Sycamore aussieht. Und auch der Kühlleitung. Okay, ja, lieber Markus, wie lange hat Google denn an dem Quantencomputer gearbeitet, bis er lief? Ich würde sagen, dem muss man erstmal vorgreifen, dass natürlich in dem Feld, also wir haben jetzt heute Max Planck hier zum Beispiel, ist an Quantenmechanik, Heisenberg ist hier hinter mir, natürlich schon sehr lange an der Quantenmechanik an sich geforscht wird. In den 90er Jahren wurden die ersten Qubits gebaut und Hartmut Neven hat dann 2012 das Google Quantum AI Lab in Los Angeles gegründet. Dann kam im Jahr 2014 die Hardware-Gruppe um John Martinez von der University of Santa Barbara hinzu, die natürlich vorher auch schon viele, viele Jahre an supraleitenden Qubits geforscht hat. Und dann, so wie der Michael das gerade gezeigt hat, haben wir eben über die Jahre hinweg nicht nur die Qubits erhöht, bis wir dann den Sycamore-Prozessor mit 54 Qubits hatten, sondern parallel auch kontinuierlich die Fehlerrate nach unten gedrückt, was uns dann letztlich die Möglichkeit gegeben hat, das Beyond Classical-Experiment durchzuführen. Und ich würde sagen, das ist jetzt ein sehr wichtiger Meilenstein. Letztes Jahr haben wir dann auch gezeigt, wie es weitergeht, haben unsere Roadmap gezeigt, wie wir über die nächsten 10 Jahre den fehlerkorrigierten Quantencomputer bauen möchten. Gut. Ich denke immer noch in Kategorien Prozessoren, Chips. Die etablierten werden ja meist in Foundries hergestellt, produziert, also Fabriken, die auch an der Fertigungstechnologie beteiligt sind und damit letztlich auch am Entwicklungsprozess. Kann man sich das jetzt für den Sycamore auch vorstellen? Könnte man den Sycamore kaufen in einer dieser Foundries? Ich würde sagen, die Frage hat 2 Teile. Okay. Zum Herstellungsprozess, also du hast es ganz richtig gesagt, auch der Sycamore
Prozessor wird in der sogenannten Foundry oder Fab hergestellt. Wir verwenden auch relativ ähnliche Tools wie klassische Prozessoren. Die Materialien, die wir einsetzen, das sind andere, weil wir eben auch supraleitende Materialien hier brauchen. Und mittlerweile haben wir in Santa Barbara einen richtigen Quantum Campus. Wir haben unser ursprüngliches Labor mit dem Hardware-Team. Wir haben mittlerweile ein Quantum Data Center, wo wir auch anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Cloud-Service weltweit anbieten. Und seit Ende letzten Jahres sind wir ganz stolz, dass wir dort auch eine sogenannte Fab-Facility haben. Zur Frage, kann ich den Google Quantum Prozessor kaufen? Herr Heckler hat es vorhin schon angerissen. Also wir sind Teil von Google Research und unser Ziel ist es, das Feld voranzubringen, mit den Forscherinnen und Forschern weltweit zusammenzuarbeiten. Von dem her ist unser Fokus nicht darauf zu kommerzialisieren, sondern die Forschung im Feld voranzubringen und daran werden wir gemessen, welche Publikationen können wir erstellen, um das Feld voranzubringen. Von dem her, wir können den Prozessor heute nicht kaufen, aber wir haben zum Beispiel viele industrielle Forschungspartnerschaften in Deutschland mit Volkswagen, Daimler, Covestro, Böhringer Ingelheim. Das ist eine lange Liste, wo wir zusammenarbeiten, aber auch mit Forschern hier am Standort München. Insbesondere hier am Standort München, beziehungsweise auch in Erlangen, genau, muss ich sagen. Okay, kann man also diese Bestrebung unter dem Begriff Open Source Plattform betrachten? Das ist ja ein ganz gänzlich anderer Ansatz als das etablierte Wettrennen bei der Entwicklung von Prozessortechnologien. Kann man das so sagen? Ja, bin ich jetzt eigentlich der Falsche auf der Bühne. Muss ich dann direkt Hartmut Neven zitieren, der immer sagt, it's not company versus company, it's humanity versus complexity of nature. Also wir sind da nicht irgendwie in einem kommerziellen Wettrennen. Wir freuen uns über die anderen Quantum Efforts, die es gibt und versuchen einfach mit dem Feld gemeinsam diese Technologie, ich sag mal, zu einer Marktreife zu bringen, wo wir tatsächlich Impact auf Probleme der Welt haben können. Zur Frage Open Source, also der Google Quantum Computer wird über eine Quantum Programmierumgebung bedient, die heißt Zerg, die ist unter Open Source Lizenz und alle anderen Pakete darüber, die wir machen, da haben wir Pakete, um Probleme in der Chemie zu behandeln, Probleme im Bereich Quantum Machine Learning, bis hin zu Simulatoren, die es mir ermöglichen, auf meinem Laptop bis hin zum Supercomputer, einen Quantencomputer zu simulieren. All das ist Open Source und auch alle Publikationen, die wir machen, sind Open Research und werden der Community zur Verfügung gestellt. Probleme der Welt, hast du gerade gesagt, da würde ich es gerne noch mal konkretisieren. Ich denke natürlich aktuell ans Klima, an die Überschwemmungskatastrophe, die Teile von Deutschland aktuell ereilt hat. Sind da schon Schwerpunkte zu sehen oder ist das mehr eine breitbandige Anwendungsmöglichkeit oder werden schon Ziele gesetzt? Ja, also ich würde sagen, man muss da sehr vorsichtig sein, dass man nicht dem Quantum-Hype verfällt. Ja, okay. Der Quantencomputer ist ein extrem kräftiges Werkzeug für bestimmte Probleme, wo wir sehr optimistisch sind, dass wir bestimmte Probleme deutlich besser als klassische Computer das jemals lösen können. Aber es ist eben nicht das richtige Werkzeug für alle Probleme. Der Nobelpreisgewinner Richard Feynman hat zum Beispiel mal gesagt, Nature isn't classical and if you want to make a simulation of nature, you better make it quantum mechanically. Also er hat gesagt, wenn du zum Beispiel Probleme in Materialforschung, Chemie lösen möchtest, da sind die weltweiten Supercomputer einfach mit dem exponentiellen Wachstum überfordert und kommen da regelmäßig an ihre Leistungsgrenzen und da haben wir die Hoffnung, dass wir in Zukunft zum Beispiel mit dem Quantencomputer Mehrwerte bieten können. Ein nettes Beispiel ist hier zum Beispiel der Stickstoff- oder Nitrogen Fixation Prozess, bei dem davon ausgegangen wird, dass wir hierfür 2% der weltweiten Energie benötigen und die brauchen wir, weil wir da extrem großen Druck brauchen, extrem große Temperaturen und die Natur zeigt uns gleichzeitig, dass das alles gar nicht erforderlich ist, das geht ohne. Wir verstehen einfach nur die Komplexität der Natur nicht und hier haben wir Hoffnung, dass ein Quantencomputer in Zukunft zum Beispiel für Materialforschung Chemie-Mehrwerte bieten kann. Und wenn wir uns zum Beispiel den Namen von unserer Gruppe anschauen, wir sind das Google Quantum AI Lab, von dem her ist das langfristige Ziel natürlich auch Quantum Computing und Artificial Intelligence zusammenzubringen.
Wir befinden uns demnach am Anfang eines Weges, von dem wir ein bisschen die Abzweigungen noch nicht kennen. Aber das macht es ja ganz besonders spannend. Absolut, absolut. Also ich habe es gerade schon angesprochen. Also wir haben jetzt letztes Jahr im Sommer unsere Roadmap für die nächsten 10 Jahre aufgezeigt, wie wir uns vorstellen, einen fehlerkorrigierten Quantencomputer zu bauen. Wir sind jetzt gerade an dem Meilenstein, wo wir im Beyond Classical Regime sind, aber noch keine wertvolle Applikation gefunden haben. Und die große Frage ist vielleicht heute schon irgendwo an dem Whiteboard in München eine smarte Forscherin, die eine Abzweigung macht und einen smarten Algorithmus findet, der für diese Noisy Intermediate Scale Quantum Computer Mehrwerte für die Industrie finden kann. Und dann ist natürlich Eile geboten, weil ich sag mal, wir müssen jetzt in die Grundlagenforschung, aber auch in die Ausbildung investieren, weil wir haben momentan eine begrenzte Community an Scientists im Bereich Quantum Computing, und wenn diese Abzweigung sehr früh kommt, dann wird die Industrie das gleiche Problem haben, wie wir es heute haben mit Artificial Intelligence, dass die Industrie gar nicht so viel Talent auf dem Markt findet, wie benötigt wird. Von dem her finde ich persönlich ganz klasse, dass hier in Bayern mit der Hightech-Agenda das Thema aufgegriffen wurde, massiv in Quantum Computing Research investiert wird, aber auch mit dem Munich Quantum Valley in die Ausbildung und Forschung investiert wird. Danke dir, Markus, für deine aufschlussreiche Perspektive. Vielleicht darf ich noch sagen, aus Museumssicht möchte ich betonen, dass das Deutsche Museum sich eben nicht nur mit bahnbrechenden Innovationen der Vergangenheit auseinandersetzt, sondern wie hier explizit mit dem Sycamore durch das Feld des Unfinished-Seins beackert und damit eigentlich, und das ist das Schöne daran, gleichsam der breiten Öffentlichkeit eine Teilhabe an dem Innovationsprozess ermöglicht. So, ich wäre jetzt gehalten, mich um das Objekt zu kümmern. Ich darf euch hier noch bitten, hier zu bleiben. Und ich, jetzt kommt die Fragerunde, machen wir gleich anschließend. Aber zunächst wollen wir doch das Objekt feierlich enthüllen. Einen kleinen Moment. Ja, ja, im Keller. Ich auch. Machen wir so einmal kurz alle. Aber wir werden ihn nicht wieder einschalten. Nein. Den Chip. Okay, prima. Okay. Vielen Dank. So. Dann kommen wir zum wichtigsten Teil, die Fragen. Die Fragenrunde. Der Ja, das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, ja, ja. Neuen Namen einzuführen. Also, okay, ich. So. Wir haben ja vorhin gehört, das wollte ich noch ergänzen, also Munich oder Bavarian Quantum Valley spielt okay, eine große okay. Rolle. Nachwuchsgewinnung, Bildung, Ausbildung. Natürlich sollte ich dabei nicht unerwähnt lassen, dass wir zusammen mit dem MCQST, Munich Quantum Center for Science, eine Ausstellung, die erste Ausstellung, glaube ich, überhaupt in einem Museum zu Quantentechnologien haben werden im Jahr 2022. Natürlich, sind wir ja schon durch die Max-Planck-Institute in München, in Erlangen, Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen, die FAU in Erlangen, aber viele andere Universitäten auch in ganz Bayern und natürlich auch in München mit dem Hub Fraunhofer, die alle beteiligt sind an Munich Quantum Valley, Max-Planck-Institut für Quantenoptik und so weiter. Aber es ist, die Ausbildung ist einfach so wichtig, ja? Weil wie alle vom Lehrbetrieb bis zu den Firmen, die in Physik, Chemie und so weiter forschen, beklagen sich natürlich über die relativ angespannte Situation, was den Nachwuchs angeht. Aber wir müssen eben, das sage ich für das Deutsche Museum, wir müssen früh anfangen. Man kann nicht erst sozusagen am Ende des Studiums versuchen, dann auch für die Automobilindustrie und so weiter. Wir müssen sehr viel früher anfangen. Und deshalb sind wir als Deutsches Museum auch so dankbar, dass wir auch in Google, wie in vielen anderen, wir haben ja vor 2 Wochen ZEISS hier gefeiert, einen Partner gefunden haben, der uns eben auch die Ausbildung dieses Kerngeschäft, ja, in den MINT-Fächern in Deutschland, das auch das Deutsche Museum übernommen hat, ermöglicht. Ja,
meine Antwort nicht dann hoffentlich verstehen kann. Ich weiß nicht, Herr Leben oder Sie, geht dann googeln. Was hat dieser Prozessor mit einer Plantane zu tun? Also Sycamore kenne ich aus dem Nachschlagen, aus dem Googeln als Wort für Plantane, für eine amerikanische Plantane. Ja, wir hatten die Hardware-Ingenieure, man muss seine Prozessoren ja irgendwie benennen, damit man sagen kann, hey, gib mir mal den Prozessor und nicht den und dann nicht irgendeine komische Nummer. Und die hatten Pflanzen genommen als Serie. Wir hatten einen Chip, der wurde Foxtail genannt, das ist so ein Gras, das in Kalifornien wächst, weil die Qubits so angeordnet waren, dass das so ein bisschen aussah wie dieses Gras. Dann hatten wir einen Bristlecone-Prozessor, der sah so ein bisschen aus wie diese Pinienzapfen, auch wieder wie die Qubits angeordnet waren. Und ja, hier können wir uns den angucken und fragen, was er mit einer Sycamore Platane zu tun hat, aber auch ein bisschen das naheliegendste Pflanzenmuster. Gibt es ja ein schönes Lied gut auch, amerikanisch, Sitting in the Sycamore Tree, ne? Ja. Weitere Fragen, bitte. Magazin CT. Mich würde ein bisschen interessieren, also ich habe zwei Fragen. Die erste vielleicht, Sie haben gerade von Foxtail erzählt, von Bristlecone und dann gab es im Sycamore, das war meines Wissens so 2016, 2017, 2018. 2018 war, glaube ich, dann ja auch das Supremacy-Experiment oder 2019. Seitdem hört man weniger. Haben Sie sozusagen jetzt das so weit getrieben, wie Sie es treiben wollten und konzentrieren sich jetzt auf Fehlerkorrektur oder kommt da noch was, irgendein Prozessor, der dann vielleicht, ich weiß nicht, 150 Qubits hat oder so? Also im Wesentlichen, das wurde ja schon von Kollegen dargestellt, konzentrieren wir uns jetzt. Wir haben eine Roadmap, heute Abend bei der Zeremonie werde ich ja kurz das grafisch mal zeigen, aber wir wollen einen großen Quantenrechner bauen mit 1000 logischen Qubits, das sind also 1000 wohlgeschützte Qubits und da muss man 1 Million physikalische Qubits haben. Also wir haben jetzt zur Größenordnung 100 Qubits und wir müssen auf 10 hoch 6 Qubits kommen. Und das machen wir in 6 Meilensteinen. Das war unser erster, dass wir zeigen konnten, hey, Quantenrechner können in der Tat, was sie immer versprochen haben, bestimmte Aufgaben exponentiell schneller lösen, sodass es für klassische Rechner nicht mehr möglich ist. Aber unser nächster Schritt, vielleicht wenn man sich das vorstellen muss, wenn man seine Qubits hat, dann macht man da Gatteroperationen drauf, aber jede Gatteroperation hat ungefähr eine 1 in 1000 Chance, dass es schief läuft. Dann kriegt man sozusagen, kann man sich noch daran erinnern, früher Blue Screen of Death, das sind der Rechner stürzt ab. Also jedes Mal, wenn ich eine Berechnung mache, einen Schritt in der Berechnung mache, mit 1 in einer 1000 Chance, geht alles runter. Und das heißt, ich kann nur ungefähr 1000 Operationen machen. Das ist nicht super viel. Ein nützlicher Algorithmus, der braucht Hunderttausende, Millionen von Operationen. Und deswegen müssen wir Fehlerschutz einführen. Und deswegen, und daran arbeiten wir jetzt gerade. Unser zweiter Meilenstein ist zu demonstrieren, dass Quantenfehlerschutz in der Tat funktioniert. Und das ist unser nächster großer Meilenstein, den wir hoffentlich in nicht zu ferner Zukunft wieder in Nature oder einem anderen entsprechenden Journal veröffentlichen können. Vielen Dank. Herr Müller. Korrektur machen. Wir wollten die Fehlerkorrektur machen, aber es klappt irgendwie nicht. Wie groß ist die Gefahr? Schätzen Sie die ein? Ach, das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, die Chance ist nicht null. Da kann was schief gehen. Also zum Beispiel relativ triviale Probleme wie die Kabel, die man braucht. Es gibt für Qubits im Moment noch kein Bussystem. Jedes einzelne Qubit hat sein eigenes Kabel. Das heißt, wenn man 1 Million Qubit braucht, muss ich ja 2 Millionen Kabel runtersenden. Jedes Kabel bringt ein bisschen Wärme mit sich. Wie kann ich das noch hinkriegen, sodass es noch kalt genug bleibt, dass es unten supraleitend bleibt? Es ist nicht trivial und da könnte in der Tat ein Roadblock sein. Wir haben allerdings einen sehr detaillierten Plan entworfen und im Moment sind wir recht optimistisch, dass alle verbleibenden Probleme lösbar sind, aber das weiß man natürlich immer erst im Nachhinein, ob das wirklich so war. Und wir gucken uns natürlich auch das gesamte Feld an. Es gibt
konkurrierende Ansätze mit meinetwegen Photonen oder Ionen. Und vielleicht sind die besser. Allerdings, wir denken, dass Supraleitung im Moment die vielversprechendste Technologie ist. Also im Max-Planck-Gesetz für Quantenoptik werden ja vor allen Dingen photonische Systeme untersucht, in Fallen. Ne? Also das, glaube ich, ist noch nicht ganz ausgemacht, ne? Wer da am Ende, weil es ja auch um das Rauschen wirklich geht. Nicht? Also. Wir hatten jetzt kürzlich unser Summer-Symposium und da wurde ein schönes Bild gezeigt, wie ich finde. Es ist so eine Expedition auf einen Berg hinauf. Wir haben jetzt eine Wettervorhersage, wo wir sagen, wir denken, wenn wir diese Basiscamps erreichen, dann können wir zum nächsten gehen. Und wir sind optimistisch, dass unsere Prognose passt, dass das Wetter klappt und wir den Gipfel erreichen und kämpfen uns jetzt so Meilenstein für Meilenstein oder Basislager für Basislager Richtung Gipfel. Nächste Frage hier bitte. You mentioned it needs, one of the challenges is a smart algorithm. Now I presume a smart algorithm is not just an algorithm which is protected against faults or mistakes. Could you give an example or describe a little bit more what a smart algorithm for a quantum processor is? Like the, maybe, should I take it first? Yeah, maybe like, if we look at the current quantum processors, as mentioned, we are living in the noisy intermediate scale quantum era, right? We have a limited amount of qubits and we have certain error rates. And when I talk about a smart algorithm, it's an algorithm which can survive a full calculation beyond the classical regime with industrial impact on such a processor, right? We know today that if we have achieve the error-corrected quantum computer, there are already algorithms today which could have industrial impact. But on the other hand, we have these small devices but don't have an algorithm today which has, I would say, broad industrial impact and value. Admod. Say smart algorithms, we typically discriminate between two phases. Now it's the NISQ phase right now while you in the noisy phase, you work in a straitjacket. I earlier said you have 1,000 operations. So, hey, I give you 1,000 operations. How would you apply them to compute something that somebody in industry, let's say a chemical industry, would care for? That is one type of smart algorithm. The other one is where we have error correction, and now you can use millions and millions, or pretty much as many operations as you care to wait for. These algorithms have a different flavor and design, and there you want to just show in principle, hey, look, I can do linear algebra much, much faster, exponentially faster in certain cases. That's another example for a smart algorithm. Yeah, a solution to search for a problem. The laser was. As we heard before, the just. The laser was, yeah. Right. Kind of. But I would say that we already have no, a nice... No, I take it back, I take it back. There is a known collection of algorithms that we know can be accelerated and that we know will be useful. So there's no question about that. Ja. Wollen Sie nichts erst? Sie können gerne zuerst. Also zwei Hintergrundfragen fürs Verständnis. Einmal, ist es absehbar, dass man irgendwann auf die Kyro- oder fast Nullpunkt der Kühlung runter wegkommt, weil das ist ja ein enormer Energieaufwand. Und die andere Frage ist, Entschuldigung, wie weit Google Deutschland oder Sie auch in die Entwicklung dieser Quantencomputerprozessoren bei Google eingebunden sind? Also ist das rein ein Projekt in Santa Barbara oder ist das eine weltweite Vernetzung von Standorten? Die Google-Frage, ja. Müsst ihr nehmen. Ich glaube, das beste Beispiel ist unser Beyond Classical-Experiment. Das hat natürlich im Kern die Google-Gruppe designt und durchgeführt. Wir haben das aber nicht ganz alleine gemacht. Wir hatten da eine Zusammenarbeit mit der NASA, mit dem Oak Ridge National Lab, die Summit, den damals weltschnellsten Supercomputer betrieben haben. Aber wir hatten auch Partnerschaften in Europa und insbesondere in Deutschland. Wir haben das Beyond Classical Experiment auch in einem Wettrennen, kann man sagen, laufen lassen gegen den
Supercomputer am Jülich-Forschungszentrum und Christel Michielsen hat den Teil durchgeführt und dann natürlich auch mit dem Michael Hartmann, der damals als Visiting Researcher in 2019 bei Google war und dann zurück an die FAU Erlangen gegangen ist. Daran sieht man, finde ich, auch ein bisschen, wie wichtig uns diese offene Forschung ist. Wir laden gerne Forscher zu uns ein, die dann aber auch wieder zurück in Akademie gehen und gerade in der Ausbildung dann auch. Aber der München-Bezug auch nochmal, ist da, sagen wir mal, Post-Pakethalle, ist da was geplant? Ich würde sagen, wenn wir uns zum Beispiel unsere industriellen Forschungspartner anschauen, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, Covestro als Chemieunternehmen, BASF, Böhringer Ingelheim, Volkswagen, Daimler, gerade... Wir sitzen jetzt alle nicht in München. Nein, das ist eben nicht richtig. Das ist nicht richtig, muss ich leider sagen. Das Volkswagen Data Lab, wo die Quantum Computing Gruppe unter Florian Neukart arbeitet, die sitzt hier am Standort München. Und Microsoft kommt ja auch und SAP hat gerade die 100 Millionen Invest in Garching angekündigt. Hartmann. Nee, Entschuldigung, vielleicht ein gutes Beispiel ist Linde hier, weil Sie sprachen auch die Kühlung, die Kryostaten an. Wir haben morgen ein Meeting mit Linde, die verstehen Kühlung natürlich viel besser als wir und für den großen Rechner muss die Kühlung auch erst noch entwickelt werden und da greifen wir natürlich dann auf Partner wie Linde zurück. Da schließt sich ein bisschen der Kreis, denn Karl von Linde war Mitgründer des Deutschen Museums 1903. Er war damals der Spenden sozusagen Einwerber, denn durch die Erfindung der Kältemaschine, und wir zeigen die in unseren Vorführungen im Haus, und vor allen Dingen interessant für uns Münchner ist, dass man damit so erfolgreich werden kann, wenn man es schafft, die Brauereien in München denen zu ermöglichen, das Bier im Sommer länger zu kühlen. Ne? Da schließt sich also der Kreis, warum das München hat es. Ich glaube, vielleicht gehen wir noch warum der Hintergrund so kalt sein muss. Ich glaube, ich auch ein bisschen, das hat so mit Bitcoin-Rechnerei vielleicht zu tun. Ist der Energieverbrauch am Ende ein limitierender Faktor? Vielleicht jetzt an die Frage. Also ich meine, natürlich kostet es viel Energie, so einen Kryostaten auf diese 10, 20 Millikelvin runterzukühlen. Wenn man aber im Vergleich bedenkt, dass ein großes Rechenzentrum wie das LRZ über 1000 Jahre laufen müsste für was dieser gekühlte Kryostat im Minutenbereich erreicht, dann ist der Energieaufwand für den Kryostaten auf einmal verschwindend klein. Weil, ich weiß nicht, wie viel das LRZ pro Jahr braucht, aber wenn es 100 Jahre oder 1000 Jahre sind, wird es ziemlich viel sein. Für die Qubit-Technologie kommt man von der Supraleitung nicht weg. Das ist dann eine andere Technologie für einen Quantencomputer. An sowas wird auch gearbeitet. Das wird die Zukunft zeigen, was da sich in welchem Bereich durchsetzt. Ich vielleicht noch einen Kommentar zu der Frage vorhin, weil man über Quantencomputer eigentlich immer als Special-Purpose-Prozessoren zumindest momentan nachdenkt, halte ich es durchaus für denkbar, dass da mehrere Technologien ihr Anwendungsgebiet bekommen werden. Also dass zum Beispiel Ionenfallen für bestimmte Anwendungen die besseren Architekturen sein werden, Supraleitende für andere Anwendungen. Und sozusagen eine Vision noch weiter wäre eigentlich, dass man dann ein Rechenzentrum haben könnte, das verschiedene quantenmechanische Prozessoren miteinander zusammenarbeiten lässt und die Jobs so verteilt, wie die Architekturen das am besten können. Also eine Ionenfalle wird man wahrscheinlich nicht im Auto mitfahren. Ja? Ich glaub, aber vielleicht ein Hochtemperatur-Supraleiter gekühltes elektronisches System, oder? Könnte man sich eher vorstellen, Hartmut. Ich denke, du hast das schon mehrfach genannt, Anwendungen im autonomen Fahren. Ich denke, die ersten Anwendungen wird man sehen, wo man Quantum AI mitgeholfen hat, sagen wir einen Detektor für Personen zu trainieren. Und wenn der trainiert ist, kann man ihn dann auf klassischen Prozessoren laufen lassen und der sitzt dann im Auto. Ja. Hier, CT und dann. Sie haben erwähnt, es gibt eine Handvoll von den Prozessoren. Jetzt andererseits haben Sie eine Fab. Erwarten Sie sozusagen, dass es in Bälde mehr gibt oder werden das so Unikate bleiben, was es natürlich umso interessanter macht, dass Sie eine davon, der ja vermutlich funktionstüchtig ist, weggeben? Und daran ein bisschen anschließend, ist das ein neuer Chip oder ist das ein gebrauchter sozusagen, der irgendwo zum Einsatz kam? Zur ersten Frage, wir haben jetzt unsere nagelneue Fab, die Maschinen kommen da aber gerade erst rein, aber eine große Hoffnung ist in der Tat, dass wenn die Fab
fähig ist, dass wir dann viel mehr Prozessoren machen können in kürzerer Zeit und wir viel mehr Experimente parallel machen können, dass man also ganze Reihen, wo man bestimmte Komponenten variiert in den Prozessoren und sich 10 verschiedene anguckt und sieht, welches am besten, den nehmen wir und dann eben das weiter evolviert. Und dass es dann nicht mehr so sehr unikat ist, dass man dann auch für ein Datenzentrum, wo man 10, 20 braucht, nicht jeder funktioniert immer auf Anhieb, dann muss man dann schon 40, 50 Prozessoren machen. Also in der Tat, die Zahlen werden hochgehen über die Unikate momentan hinaus. Dieser Chip, Markus, der wurde jetzt, der war nicht in den Kryostaten und wurde explizit basierend auf der Anfrage vom Deutschen Museum hergestellt. Ist also pristine, ungebraucht. Ne? Ja. Wir können ihn demnächst anschalten und all die Probleme, die das Deutsche Museum hat ressourcentechnisch gesehen, lösen da lassen. 54 doch. Qubits funktionieren. Das funktionieren garantiert alle. Okay, ja? Ja? Was kostet das Teil? Verstehen Sie? Der Wert eines solchen Produktes ist für das breite Volk meistens nur mit Zahlen zu bemessen, aber nicht mit Qubits, sondern was das in der Herstellung oder wie viel Sie in das Projekt bis jetzt investiert haben, um diese 10 Prozessoren herzustellen. Was kostet so ein Ding? So, typischerweise sind große Firmen mal ein bisschen vorsichtig, Zahlen zu nennen, aber größenordnungsmäßig so bisher sind es hunderte Millionen gewesen, um den großen Rechner zu bauen mit 1 Million physikalischen Qubit, muss man schon mehrere Milliarden in die Hand nehmen, um den zu bauen. Also so über die 10 Jahre dieses Projekts ja mehrere Milliarden Dollar. Ja? Ja. Hi. Das ist immer die Frage, was ist das erste Automobil der Erde wert, das einzige Original, das im Verkehrszentrum Deutsches Museum steht. Ne? Was ist das? Ja, genau. Ja, ja. Ja, aber also in dem Zusammenhang ist doch zum Beispiel ein ganz netter Vergleich. Also der Freistaat Bayern hat ja jetzt auch zumindest in Aussicht gestellt, 300 Millionen in die Entwicklung von Quantencomputern zu stecken. Super, kann es genauso teilbar. Ne? Kann man sehen, das ist eine Größenordnung, wo man schon, wenn wir uns klug anstellen, was reißen können. Ja, und das sollte auch das Ziel sein. Bitte schön. Ich wollte fragen, und zwar, wie gelingt es jetzt da eigentlich eine Rechenleistung anderen zur Verfügung zu stellen? Weil ansonsten teilt man ja irgendwie Dateien oder Codes in der Cloud, aber wie kann man sich das als Laie ungefähr vorstellen, dass dann Rechenleistung mit anderen geteilt wird, die an unterschiedlichen Standorten sitzen? Ja, gern. Ich hatte es ja vorhin angesprochen, wir haben dieses Open Source Framework Zerg, um den Google Quantencomputer zu programmieren. Und das kann sich heute jeder Studierende herunterladen, auch Forschungseinrichtungen, und können damit auf ihrem Laptop einen sogenannten Circuit programmieren, einen Algorithmus. Dann haben wir einen Simulator, um diesen Algorithmus auch auf dem Rechner vom Laptop bis hin zum Supercomputer auszuführen. Und unser Ziel, ich habe es ja gesagt, wir wollen das nicht, dass das nur zugänglich ist, dieses Device für die Google-Gruppe, sondern weltweit für die Forschungs-Community. Mit dem Ziel, die Forschung im Feld voranzubringen. Von dem her haben wir jetzt, ich sage mal, ein Early Access Program, ein sehr frühes Stadium, wo wir ausgewählten Forschungsgruppen, die gezeigt haben, dass sie Experimente haben, die in dieses Beyond Classical Regime skalieren können, einer kleinen Gruppe Zugriff auf unseren Quantencomputer gegeben haben. Und ein nettes Beispiel ist hier die Gruppe in München um Frank Pollmann und Michael Knapp, die in Zusammenarbeit mit unserem Team ein Experiment jetzt gerade im April auf dem Google Quantencomputer veröffentlicht haben, also von München aus das Ganze ausgeführt haben, und das wird jetzt dann demnächst auch publiziert. Frank Pollmann wird heute Abend vortragen bei der Veranstaltung, bei der Übergabe. Gibt es Fragen aus dem Stream, irgendwas? Nein? Gibt es im Saal noch Fragen? Weil Fragen gibt es immer noch, aber will man sich stellen oder will man jetzt doch zum Mittagessen übergehen? Ne? Ich habe das Gefühl. Also jetzt ist mir auch wieder eingefallen, Stars shining right above me.
Bird singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Okay, wer kann singen? Ja, zum gemeinsamen Singen rufe ich jetzt auf. Oskar von Miller hat gesagt, wer gut arbeitet, soll auch gemeinsam miteinander singen, feiern. Feiern können wir jetzt alles nicht so gut mit der ganzen Pandemie-Geschichte. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt was zu essen oder zu trinken? Nein, oder? Nein, 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 wir sind ein sparsames Haus. Also Sie müssen selber in den Biergarten gehen. Vielen Dank an Google nochmal, an all die, die heute so kenntnisreich Rede und Antwort gestanden haben. Aber vor allen Dingen vielen Dank an die Vertreter der Medien, der Presse, dass Sie bei uns waren. Kommen Sie wieder, das wird nicht das letzte, hoffentlich, und bestimmt nicht, sage ich mal, das letzte Highlight sein der naturwissenschaftlich-technischen Kulturgeschichte, dass das Deutsche Museum für die Menschen in sein Haus aufnehmen darf, um die Zukunft der Technik in der Gesellschaft zu diskutieren. Dankeschön, kommen Sie gut nach Hause. Jetzt können wir noch natürlich eins...